Prost! 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 So, die Herrschaften. Darf's noch was sein? Vielleicht doch noch eine Flasche Chateau Moutot Rothschild? Na, danke, für mich nichts mehr, danke. Ja, geh weiter, wir haben doch erst drei. Ja, okay, dann aber noch drei Grappas, Herzeleib. Ja, wenn dann schon auf alle Viere heimgehen, gell? Kleiner Spaß. Sie schau, kompetentes Fachpersonal. Ja, sehr kompetent. Also, Prostata. Prost. War eine gute Idee von dir, Heinz, dass wir unser kleines Essen mal da herverlegt haben. Ich muss schon sagen, ein edler Schuppen. Oh, so was mag ich. Und das Menü, meine Herren, fantastisch. Und die Weine, formidabel, echt fabelhaft, gell? Schatzi, wir kommen wieder, gell? Ja, ja, Harusa. Ja. Ah, danke, Herzelein. Entschuldigen Sie, die Herrschaften, ich darf mich gern verabschieden. Ihren Tisch übernimmt dann der Kollege. Da ist die Rechnung. Vielen Dank für Ihren Besuch und nicht der Schrecker, gell? Also was erlauben Sie sich eigentlich, wir und erschrecken? Die tut ja gerade so, als würde mir die Rechnung nicht zeugen. Rosa, lass gut sein. Es ist eh schon halb zwölf. Für uns wird es Zeit kommen. Nein, gell, jetzt wird es doch gerade erst gemütlich. Wir müssen doch den Rothschild noch vernichten, dann die Grappas. Also mein Mann, der muss morgen ganz früh raus. Der muss in die Firma ganz früh. Gell, Heinzelein, du musst morgen ganz früh aufstehen. Ja, ja. Also Sie wollen schon gehen? Bar oder Karte? Weder noch. Der Herr bleibt ja noch. Ach wirklich? Interessant. Ja, dann geh ich auch. Nein, trink nur in Ruhe aus. Wir danken. Danke für die Einladung. Nein, wir sagen danke. Es war ein exquisites Essen. Ja und wer zahlt jetzt? Ja, natürlich. Ich? Ja, aber Heinz, das war doch deine Idee. Ja, aber gleich überhaupt nicht. Du wolltest doch unbedingt in dieses elitäre Restaurant zum Essen hergehen. Das war ein Geschäftsessen, da zahlt der Chef. Wer sagt das? Ja, das ist ja selbstverständlich. Warum? Warum? Ja, weil ich, der Rasso, euch seit 21 Jahren den Deppen mache und für die Firma buckelt. Ja, Depp ja, aber Buckel nein. Ich hab mich aufgeopfert. Das Opfer bin ich, weil ich dich seit 21 Jahren mitziehe. Also so geht man fein nicht mit inkompetentem Fachpersonal um. Inkompetent, stimmt. Was geht denn ihr das überhaupt du? Ah, das ist die Jani. Lern doch du zuerst einmal gescheit Deutsch, bevor dass du solche Anschuldigungen gegen meinen Mo gehst. Moment einmal. Jani, Rasso, kennst du die? Ja, das ist meine neue Freundin. Euch zwei hätten sie mit Schub keine China zusammenfahren können. Und du? Du kleiner, dicker Chef von meinem China Rasso? Du hast deine Alte wohl in der Lotterie gewonnen, hä? Oh, ja, sag einmal, du primitive Schnepfen, du primitive! Rosa, du bist die Beste. Ja, Heinzelein, gell. Komm, wir gehen. Mit Untergebenen, das ist nicht unser Niveau. Hört ihr alles auf. Schlampen, Bläder! Saublöde Idee, Rasso. Ihr habt's für 875 Euro gesoffen und gefressen. Und jetzt? Keep cool, Herzelein. Die Rechnung zahlt der Heinz. Ja, der ist ja gerade gegangen. Ja, das macht der Chef öfter so. Hä? Ein Spui. Immer wenn er jemanden ein kostenloses Sternemenü für sein Alte abpresst, darf er daheim auch mal wieder den Hengst. Wow. Herzelein, da sind 1000 Euro drin, Rest ist Trinkgeld, Grappa, Prost. Wir Musiker.